Ja, hallo liebe Freunde unserer Kanäle und willkommen hier zu Minecraft Sommerland mit einem kleinen Baby-Zombie. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie... Ist der hat lustige Ohren. Komisch. Der ist... Wir sperren ihn ein. Er ist klein und tierisch schnell. Das hat er gerade schon gesehen. Ich finde ihn komisch. Ja, und da kommt er jetzt auch nicht mehr raus, wo er gerade ist. Doch, kommt er. Schade. Keine Ahnung. Ah, ich dachte... Ja, ein Besuch im Schloss. Ja. Wie schnell der ist. Ist krass. Krass, ne? So, hoffentlich merkt Draki nicht, dass ich hinten schon wieder ein Loch reingehauen hab. Lalala, ich mach schnell alles zu. Das brauche ich nicht. Ja, liebe Leute, wir kommen jetzt erstmal wieder zurück hier zu Minecraft Sommerland bei uns. Es gab jetzt ja einige Tage keine Folgen. Das lag daran, dass die arme Draki krank war. Ja, krank. Die hat es mich mit dem Hals gehabt. Und der Benny Slay von den Slay Massive Jungs hat gerade das Spiel betreten. Blablub. Und so, aber wir schreiben den erstmal guten Tag. Dach. So. Und deswegen gab es halt die letzten Tage leider keine Folgen und wird auch leider in den nächsten Tagen weiterhin keine Folgen geben, weil wir nicht da sind. Ganz einfach, deswegen. Ja, voll krass und so. Erik hier, okay. Ja, wer auch immer. So, ich habe jetzt mal den Tipp bekommen, ich soll doch eine Fackel. Ist das jetzt gerade Gronkh? Ich glaube nicht. Spinnweben benutzen, die sehen mehr nach Rauch aus und so von Weitem könnte man tatsächlich, wenn man es nicht weiß, das für Rauch halten. Wollten wir nicht erstmal noch unsere Gamescom-Geschichte erzählen? Entschuldigung. Genau, da bringt uns jetzt gerade dieser ominöse Benny Slay, der eigentlich Erik ist, der bringt uns da gerade ein bisschen durcheinander. Und zwar folgendes, nächste Woche ist ja die Gamescom in Köln oder eigentlich schon diese Woche, weil ihr seht das Video ja erst morgen, also am Montag, sprich übermorgen ist für euch Messebeginn, beziehungsweise übermorgen am Donnerstag ist für euch Messebeginn. Wir beide werden auch in Köln am Start sein und deswegen gibt es dann auch erstmal keine Sommerland-Folgen. Nee, wir machen Pause. Genau, aber... Ihr habt eine ganz coole Möglichkeit, uns nämlich einfach auf der Messe über den Weg zu laufen. Und dann könnt ihr uns ja noch irgendwelche coolen Tipps geben oder uns mal, keine Ahnung, irgendwelche Blaupausen mitbringen. Oder vielleicht auch ein schönes Minecraft, wie spielt man es richtig, Buch ein, um uns vielleicht dann noch etwas zu unterstützen. Ja, wie baut man richtig Minecraft? Noch einer auf die Nase. Ihr baut Scheiße, bam. Das soll er mal versuchen. So. Ich fliege jetzt einfach gerade ein bisschen random durch die Gegend und muss ja auch mal wieder sagen, derbes Facepalm von mir für mich, weil ihr habt natürlich recht, ich hätte da bei dem ganzen Redstone-Zeug auch mit Redstone-Fackeln arbeiten sollen, denn mit denen ist halt noch einiges anders möglich. Ich frage jetzt erstmal Erik, Fragezeichen. Interessiert mich jetzt gerade ein bisschen. Weißt du, was mir gesagt wurde? Da lang. Was uns tatsächlich noch fehlte. Eigentlich immer noch fehlt. Ja. Ein Klo. Ganz wichtig natürlich. Nee, das haut jetzt hier so der nicht Abort. Hin. Ja. So. Klo, also Klo und Küche. Eine Küche haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, brauchen wir noch. Ja. Und jetzt wurde mir gesagt, ein Klo wäre ja auch noch schön. Da denke ich mir, yo, du hast recht. Schade. So ein kleiner Lokus. Ja, und jetzt überlege ich gerade, wo ich das Klo einbaue. Ich habe gerade gedacht, das wäre vielleicht eine ganz coole Idee hier in deinen Turm, der noch keine Verwendung hat. Aber irgendwie habe ich dann zwar einen direkten Anschluss an eins von meinen Zimmern hier, aber das war es dann auch. Und dann müssten immer alle bei dem einen durchs Schlafzimmer latschen, damit sie aufs Klo gehen können. Okay. Auch irgendwie doof. Ja, ich das dachte ist, mir, ja. dein Türmchen hier hat ja ein relativ räumlich gesehen geringfügiges Innenleben. Ja. Ich dachte, es ist dann vielleicht ganz cool als Klo. Aber
Ja, wie gesagt, dann habe ich das Klo direkt beim Schlafzimmer von dem einen Typi hier dran. Ich merke gerade, dass mein Plan, die Kaserne weiter nach hinten zu verlegen, leider nichts wird, weil hier auch dann schon das Schloss beginnt. Deswegen werde ich es jetzt nur einfach ein bisschen in die Länge ziehen und dann da versuchen, hier irgendeinen großen Raum dran zu bauen. Das Ja, ist habe gerade natürlich neulich ein irgendwo bisschen blöd. gesehen, wie man ein richtig cooles Klo baut, aber ich habe natürlich wieder einigermaßen vergessen, wie das geht. Musst du mal Werner anrufen von Gas, Wasser, Scheiße. Ja, genau. Röhrig, Gas, Wasser, Scheiße. Röhrig. Egert, komm nu, Tag ist kurz. So. Weil ich überlege, ob ich nicht wirklich hier oben in deinen Turm hier so einbaue. Ja, weiß ich nicht, was willst du? Hä? Bevor du jetzt meinen wunderbaren Turm da zum Locus. Meine, hallo, wir sind hier doch im Fantasy und viele wollen doch so gerne Mittelalter. Da gibt's natürlich keine Klos. Da gibt's einen Donnerbalken, gibt's da. Und dann kann man mal da fett abkacken oder so. Geht. Du hast ein Wortwahl, das ist wieder herrlich. Abkacken? Ah. Abkacken ist doch völlig in Ordnung, hallo? Oder wir denken manchmal drüber nach, wo die Küche hinkommt. Wollen wir die Küche über den Festsaal bauen? Ich wäre ja nach wie vor erstmal dafür, dass wir das Schloss so von außen fertig machen. Respektive du, weil ich ja hier in meinem coolen Kasernenprojekt drin bin. Ja, aber wir haben ja schon mal festgestellt, dass komplett erstmal das Äußere bauen und dann erst das Innere auch nicht so richtig hinhaut. Also gleich bauen wir quasi ja gleichzeitig das Äußere und das Innere. Weswegen ich ja dann die Küche quasi komplett hier einmal aufsetzen würde. Ja, Muckdat. Also, wenn. Die Frage, also in den Turm kriegst du die Küche wahrscheinlich nicht rein, weil der Turm wird da wohl letztendlich dann doch zu schmal Nee, für der ist zu sein. schmal, deswegen überlege ich, ob ich die Küche auf den Festsaal draufsetze. Was irgendwie auch seltsam ist, so die Küche oben drauf. Aber ich meine, hey, das Arkadi Schloss Arcadia ist der Sitz einer Reihe, also eines Stammes, Volkes von arkanen Magie-Fuzis. Arkan-Magie-Köchen. Ja, naja, die können ihr Fleisch und ihr Gemüse ja hier hochschweben lassen. Die können es auch im Endeffekt gleich mit ihrem Mikrowellenzauber zubereiten. Nee, dafür sind sie sicher zu fein. Ene mene Schelle, Essen fertig auf die Schnelle. Hex, Hex. So. Weiß sonst irgendwie auch gar nicht so richtig viel mit mir anzufangen gerade. Ja, wie gesagt, die Folge heute war ja von uns auch einfach mehr dazu gedacht, euch ein Lebenszeichen zu geben, weil ja einige jetzt auch gefragt haben, hey, wann kommt mal wieder Sommerland, was ist da los und so. Und auch dann einfach zu erklären, warum dann die Woche dann auch schon gleich nichts mehr kommen wird, weil wir einfach auf der Gamescom sind. Also das ist auch heute eigentlich das Hauptziel dieser Sommerland-Folge gewesen. Ich sehe Draki über mir schweben. Nee, ich laufe über dir. Ich will Hinweise von den Leuten. Wo soll ich die Küche hinbauen? Willst du hier drauf bauen? Keep on walking. Kann mich ja mal mit der Außendeko noch mal ein bisschen befassen. Mal gucken, was mir hier noch so einfällt. So. Ja, bei mir klappt's recht gut hier. Ich bin aber auch Bin ja hier bei mir hin, in du baust meinem ja. Element einfach nur irgendwelche Räume zu bauen. Raki zerschlägt Glas über mir. Ja, mache ich. So, ja, also das, was ich hier gerade baue, wie gesagt, das wird hier die Kaserne werden. Also hier ist dann auch quasi dann auch das Offiziershauptgebäude, der Offiziershauptraum drin. Hier treffen sich die wichtigen Militarier unserer schönen kleinen Burgkommune, Schlosskommune und beschließen halt ihre ganzen Sachen, wie man jetzt halt zum Beispiel Krieg führt gegen fiese Piraten oder gleiches halt. So Zeug halt. So Zeug halt. So Piratenzeugs.
So, ich beschäftige mich jetzt gerade mal hier mit der Außenfassade meiner Balkone. Auch mal hier so gemacht werden. Ne? So. Wenn nicht so, dann eben anders. Apropos, hier muss mal das Licht weg. Ich finde es natürlich schade, dass der Kollege Sarazar schon lange keine Sommerland-Folge mehr gebracht hat. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen dann so auch mal die Reaktion der Sommerland-Gesamtzuschauer sehen. Hat sich jetzt doch einiges bei uns verändert, bestimmt auch, sage ich mal, für viele zum Positiven. Und da wäre es natürlich mal ganz interessant zu erfahren, wo man denn so gerade steht. Auf der Beliebtheitsskala. Der Beliebtheitsskala dürfen wir noch nicht allzu weit stehen oben, also nicht allzu weit oben stehen. Ne, das glaube ich auch nicht. Man muss ja auch sagen, dass gerade auch die Jungs von den Porkys und so, dass die auch echt astreine Bauherren sind und wirklich ganz, ganz cooles Zeug bauen. Ups, ne, ich will hier keine Tür hinhaben. Okay, ja, das ist jetzt schon, jetzt hat hier der Raum etwas an Größe bekommen. Wie sieht es von außen aus? Ja, macht jetzt kein so schlechtes Bild. Sollte jetzt hier unten drunter entweder noch irgendwas hinmachen oder hier einfach ab, einfach, ich glaube, ich mach's mir leicht und mach hier einfach dicht. Mach's leicht, mach dicht. Das könnte man natürlich jetzt hier noch irgendwie auch noch zu einem kleinen, weiß ich nicht, könnte man auch noch was. Ich will diesen Raum hier nicht ungenutzt lassen. Der ist irgendwie, das ist so wie so ein früheres Versteck, was man so zu Kindertagen hatte. Ich kann doch bestimmt noch irgendwas Cooles draus machen. Ich weiß gerade nur noch nicht was. Aber das fällt mir noch ein. Vielleicht kann man jetzt zum Beispiel hier auch noch so eine Art Gefängnis hinbauen. Jetzt zum Beispiel sagt, okay, macht jetzt hier. Und jetzt möchte ich mal was gucken, wenn ich jetzt mich Redstone, ich habe noch nicht mit Redstone-Fackeln gearbeitet, deswegen wundert euch nicht, falls jetzt hier irgendein Müllball rauskommt. Es reicht aber nicht aus. Vielleicht muss man da... Ich habe noch nie mit Redstone-Fackeln gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe nur von euch immer gelesen, ja, nimm doch Redstone-Fackeln, wenn du sowas vorhast. Aber die Redstone-Fackeln bringen mir jetzt gerade auch nicht wirklich den Mehrwert. Aber jetzt muss man die Redstone-Fackeln natürlich wahrscheinlich auch vorher noch mit einer Redstone-Leitung oder sowas verbinden. Jetzt zum Beispiel hier. Also ist jetzt für mich nur mal so ein bisschen, ein kleiner Test, einfach nur mal um zu gucken, ob das jetzt funktionieren würde, theoretisch. Jetzt geht hier gerade gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Da muss ich mir wirklich mal Anleitungen schnappen und mal durchlesen. Kannst bei mir in den Kommentaren gucken. Ich habe da richtig coole Links bekommen, so hier Redstone for Dummies und so. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich auch immer dann so ein bisschen faul, mir das dann tatsächlich auch mal durchzulesen. Also ich sag zwar immer, hey, ich finde das super interessant und dann ist dann die Aufnahme zu Ende. Und dann denke ich mir dann doch wieder irgendwie, ja, was ein Spaß irgendwie. Also was ich jetzt hier reinmache, weiß ich noch nicht. Das könnte da, ich will jetzt nicht so was Langweiliges wie eine Abstellkammer reinbauen. Da könnt ihr ja mal mir irgendwas schreiben, was ihr jetzt hier gerne drin hättet. Vielleicht eine Art kleinen nochmal so Mini-Kerker für böse Arbeiter und so. Könnt ihr mir gerne eure Wünsche und Ideen mitteilen.
So, ich gehe erstmal wieder in meine Kaserne zurück. Ist ja zum Glück etwas am Platz bekommen hat. So. Jetzt brauche ich erstmal einen Zaun. Mir wurde auch schon gesagt, meine Treppenhaustreppen hier sind zu schmal, aber anders. Ach, hier bin ich gerade, okay. Die Treppenhaustreppen sind zu schmal, okay. Aber anders bekomme ich sie hier leider auch nicht rein. So wie ich hier mein Problemchen. Dann werde ich den Turm wesentlich breiter machen müssen. Wo bin ich denn hier? Ach ja, hier unten drin. Haha, cool. Da sorge ich hier oben noch für ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht ins Gesicht. Ich habe auch mal wieder den Hinweis, sage ich mal, bekommen, dass es ja auch cool wäre, wenn wir auf unseren Dächern mit ein bisschen mehr Stufen arbeiten würden. Aber das Problemchen ist, dass es keine, zumindest habe ich keine, noch bis jetzt noch keine gefunden, keine Obsidian-Stufen gibt. Okay. Mal über die Suche gehen. So, das soll jetzt einfach mal so ein kleiner Tisch sein. Nee, Obsidian-Stufen gibt es tatsächlich nicht, schade. Wo dann geplant werden kann. Hier stehen sie dann und machen dann nochmal ihre großen strategischen Planungen. Oh, es gibt hier Seerosenblätter, ist das süß. Und viel mehr Ideen habe ich jetzt hier gerade irgendwie auch nicht. Kann man aber leider nicht. Einen Tisch habe ich gebaut. Auf dem Boden liegen. Kann ich hier aufs Wasser liegen. Oh, ist das schön. Seerosenblätter. Habe ich Seerosenblätter in deinen Burggraben gebaut. Was mache ich hier mit diesem Raum? Ich weiß es noch nicht, außer dass ich hier ständig... So. Ja gut, aber dafür hat jetzt ja generell, muss man mal sagen, unsere Halle hier schon ganz schön zugelegt. Wenn man früher noch weiß, da ging es ja da oben hoch eigentlich, kurz beim Schloss wieder raus. Dann habe ich ja hier schon alles eben gelegt. Das ganze Wasser, das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Dann ja, kann man jetzt hier eigentlich mal anfangen. So das untere Plateau könnte ich schon mal... Genau, hier geht dann der Weg. Der geht dann... nach oben zur Befestigungsanlage raus. Dann hat man echt schon ein bisschen was gewonnen, möchte ich mal meinen. So. Ja, dann ziehe ich jetzt hier unten noch das untere Plateau rein. Damit ja auch das mal alles mal seine Ordnung hat. Und ich dann hier auch dann demnächst anfangen kann, an unserem super großen Schiff zu bauen. Bei der Kaserne muss ich jetzt gerade sagen, sind mir gerade spontan echt irgendwie die Ideen ausgegangen. Also ich weiß gerade nicht, was ich da noch alles reinmachen soll in den Raum. Auch da dürft ihr wie immer Kommentare schreiben. Ihr habt ja da immer bessere Ideen, muss man ja mal so sagen, wie es ist. Ich bin ja da nicht so gut. Ach, ein Zombie im Wasser. Quasi ein Wasserzombie, eine Wasserleiche. Ja. Pass mal auf, ey, das waren die schrecklichsten Gegner bei Witcher 1. Wasserleichen? Ja, die waren eklig gewesen.
Vor allem gab es die überall in der ganzen Spielwelt. Also ich weiß nicht, wie viele Wasserleichen, also wie viele Leute da im Wasser gestorben sein müssen. Auf jeden Fall gab es bei Witcher 1 so viele Wasserleichen. Oh, Witcher, da freue ich mich ja auch drauf, ne? Am Donnerstag habe ich da, glaube ich, meinen Termin. Da schaue ich mir Witcher 3 an. Zum dritten Mal übrigens. Oder zum zweiten Mal? Ne, ich glaube zum zweiten Mal erst. Der Teppich ist voll hässlich. Wow, dann habe ich ja auch heute... Was denn? Mein lieber Herr Kollege Bauleiter, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Das ist kein Problem. Ich baue hier noch unten das Plateau schnell noch fertig. Du kannst ja bei mir hier in der unterirdischen Werft vorbeischauen. Da kannst du ja hier das Ganze von nahem bewundern. Ja, das ich bisschen, komm gleich was mal zu dir jetzt runter. Hier verändert hat. Also ist diesmal leider nicht ganz so viel. Legst gerade einen Boden, aber der ist ja auch so ein Mini-Zombie hier. Ja, ich glaube, die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ich bin nur so super vergesslich, was Minekraft angeht. Deswegen, Soll ich mal helfen? Ja, klar. Du kannst gerne ein paar Blöckchen setzen. Wenn ich so richtig sehe, willst du jetzt hier den Boden. Ja, genau. Es ist einfach nur gerade der Boden eingezogen. So, haben wir es auch schon. Sehr schön. Ich kann dir mal das bisschen zeigen, was ich heute gemacht habe. Ja, mal guck mal mit hier oben. Ja. Achso, hast du jetzt eigentlich schon das jetzt davon mit dem Redstone-Fackeln rumgehampelt? Ja, es hat nicht funktioniert. Aber hier, das ist jetzt so ein neuer Raum, der sich einfach nur ergeben hat. Hier, der weiß noch nicht, was ich hiermit anfange. Der hat sich eigentlich nur ergeben, weil ich da drüber den Raum ausgebaut habe. Nämlich diesen hier. Den habe ich jetzt hier hinten ein bisschen breiter gemacht. Dadurch hat... Oh, die Taki ist noch unten drunter. Was machst du da rein? Gold. Yay! Hier haben wir... Oh, das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee, wenn man jetzt hier sagt, okay, man macht jetzt hier das Gold rein. Benny Slay hat das Spiel verlassen. Oh, das war eine schnelle Aufnahme bei ihm. Hier ist jetzt das königliche Gold gestapelt hier drin. Ne, ist halt klar, ich meine, hier unten ist dann so die Goldbarren, die Goldblöcke. Und bei der Menge Goldblöcke, die hier so lagert, kann man davon ausgehen, dass hier ordentlich Asche ist. So, jetzt machen wir hier noch ein Fäckelchen hin. Mal auf was sieht. Guck mal, einen haben sie draußen stehen lassen. Genau. So, können wir mal ein Schildchen noch an. Uns wurde ja mal gesagt, wir sollen mehr mit Schildern arbeiten, weil wir so wenig mit Schildern arbeiten. So, und zwar können wir jetzt am besten hier oben so ein Schild hier machen. Kühl. Königlicher Goldhaufen. Goldhaufen ist schön. Also Schatzkammer. So. Königlicher Goldhaufen, also Schatzkammer. Ja, die haben wir hier. Ist natürlich gut hier. Kann man von außen schön ran. Kann man schön klauen. Aber... Ja, ist doch eine gute Idee. Da haben wir erstmal was Schönes für den Raum und es wird hier dann auch gut bewacht. Ja. Ja, und dann hier oben drin, da habe ich einfach den Raum nämlich nach hinten ausgebaut und damit auch diesen Raum da drunter erzeugt. Aha. Ja, habe ich nur so einen Tisch einfach mal reingestellt, weil, ja, dass sie wenigstens einen Tisch haben, die armen Offiziere. Ja, und ansonsten habe ich hier nichts weiter gemacht. Ansonsten ist hier nur hier unten weiter ausgebaut worden. Stein für Stein kommt hier alles zueinander. So, dann kannst du mir noch schnell zeigen, was du heute noch alles gemacht hast. Ja, so viel war es bei mir heute auch nicht. Was machst du da? Nee, bitte nichts hier legen. Der hat's gesehen.
War zu weit. Ich hab's vor allem habe ich's gehört. Verdammt. Weil die Drakis, habe ich nämlich schon mitbekommen, die baut gerne Sachen in meinen Sachen. Ne? Das würde ich niemals machen. Nee, du haust meine Sachen nur kaputt. So. Nein, natürlich nicht. Das sieht scheiße aus. Ja, zeig mir noch, was du heute gemacht hast, bitte. Ja, ist gar nicht so viel. Was ist das denn? Was zum? Herr Kollege. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab da mal wieder irgendwo durchgehauen. Warte mal. Da müssen wir schnell von außen ran. Yep. Hey, wir fliegen. Ach ja, Mann, kann man so. Nein, nicht da, nicht wo sie es hochmachen. Guck mal, sah viel schöner aus hier. Ach so, auf diese. Da, ah, diese Seerosen. So. So. Ja. Heute hier mit meinem Balkon hier beschäftigt. Mhm. Mal hier ein paar Säulen kriegen. Ja. Anständiger aussehen. Also, guck mal hier, das ist eine 9 Plus Ultra. Mein rauchender Balkon. Mein rauchender Schornstein. Ja, ist eine gute Idee. Da habe ich in den Kommentaren bekommen den Tipp, nimm noch Spinnweben. Die sehen auch aus wie Rauch. Und wenn du mir jetzt nochmal ganz kurz noch ein Stückchen weiter unten folgst. Ist auch ganz gut, wenn du hier mal mitkommst zum Gucken, dann kann ich mich bei dir mal sehen, wie das mit dem geilen Texture Pack aussieht. Wow. Ja. So, kommst du mal mit? Mal wieder ein bisschen farbliche Freiheit gegönnt. Mal gucken, ob ich das so lasse oder wieder wegmache. Ich finde aber Rot und Dunkelgrün passt eigentlich ganz gut zusammen. Jetzt mal ein bisschen ausgestattet hier mit Lampen und Döns. Ja. Ich habe mich ja zwischendurch dann gefragt, ich will hier aus der Wand die Glowstone-Blöcke raushaben. Hallo. Ja. Und habe dann überlegt, aber wie kriege ich dann Licht hier rein? Dann fiel mir ein, ich habe ja eine doppelte Decke. Ich kann ja hier voll easy peasy alles reinbauen, was ich will, ohne dass es gleich im Zimmer darüber stört. Ja, das stimmt. Cool, ne? Deswegen sind doppelte Wände eigentlich in Minecraft sehr schön, weil dann kannst du in die eine Wand noch irgendwas reinbasteln, ohne dass es die andere Wand stört. Was zur Hölle machst du da? Ich finde, das sieht schöner aus. Okay. Geht leider nicht. Ist das schade. Ja. Deswegen, so haben wir die Wände in Minecraft eigentlich ganz gut. Aber das würde, glaube ich, hier bei uns im Schloss nicht mehr funktionieren, wenn ich jetzt hier mal die Wände auf einmal doppelt ziehe. Aber da die Decken sowieso doppelt sind, funktioniert das da ganz gut. Ja. Okay. Das dazu. Ja, das war dann so die unwahrscheinliche Veränderung, die ich heute herbeigeführt habe. Na, immerhin, besser als nix und ja. Sagt, mein persönlicher Favorit ist mein rauchender Flohstein hier. Ja, das sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Das sieht gut aus. Habe ich meinen Schornstein hier aus Versehen aus? Ich habe tatsächlich meinen Schornstein aus Versehen aus Dingens gebaut. Nein, ich habe den heute nur umgebaut. Warum hast du den umgebaut? Das ist doch Quatsch, der Schornstein ist doch aus Ziegel. Du baust auch Sachen von mir um. Hier oben zum Beispiel hat die Draki nämlich zwei Blöcke hingesetzt, zwei weiße. Gehören da gar nicht hin. Hat er bis heute nicht gemerkt, ne? Habe ich bis heute nicht gemerkt. Ne, aber also gut, mal abgesehen davon, dass ich die ja sowieso bald abreiße, um dann die Dächer aus Obsidianen zu machen hier. Das letzte Dach hier noch anzupassen. So. Wird das dazu. Ja. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend. Wie gesagt, die Woche kommt jetzt erstmal nichts. Dafür sehen wir uns vielleicht demnächst auf der Gamescom, wenn ihr da seid, von Mittwoch bis Sonntag. Draki und ich, wir sind da am Start. Schaut einfach mal rum. Vielleicht trifft man sich ja oder so. Ja, eventuell. Mal schauen. Wird man ja sehen. Müsste auf dem Gang da ganz laut Yuga brüllen und gucken, ob es ihn umdreht. Oder Draki. Ja, oder so. In diesem Sinne, haut rein und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Jo, bis denn.